Ein herzliches Hallo von mir an euch. Bin wieder zurück mit Home Sweet Home Survive. Und ich nehme erstmal eine Waffe mit. Ich nutze die zwar noch nicht, aber ich habe ja letztens erzählt, ich arbeite dran. Dass ich auch mal sinnvollere Dinge tue, als hier nur rumzulaufen. So, der hat 3 Schläge übrig. Gucken wir mal, was wir hier für einen Killer haben. Wir haben auf jeden Fall einen Streamer dabei. Und jemanden, der aussieht wie Anna von DVD. Der hat nämlich eine Häschenmaske auf. Ganz niedlich. Falsche Taste. Ja, ich hab eine Nadel. Ja, aber dort muss ja erst das andere hin, ne? Er ist fallen lassen. Ich hier. Sehen die das automatisch oder muss ich das pingen? Ist er. Ein Energy Drink. Machen das mal wie die anderen Leute, ne? Dass wir wenigstens das Zeug dahin legen, wo man es dann gebrauchen kann. Oh, wir können, oder wir holen uns die Nadel und gehen jetzt dort hinter. Wo ist der Killer eigentlich? Oh. Ich mach mit. Geht's schneller. Da, seht ihr Anna da links stehen? Das ist ein Twitch-Streamer. Oder Streamerin. Weiß es nicht. Ist der Killer AFK? Nee, er hat ja schon jeden verletzt. Warum gehen die? Es ist aber die Cuttermesser-Killerin, glaube ich. Na, warum machst du das denn nicht, wenn du so ein Dingsbums hier hast? Kenne ich die Strategie noch nicht, dass man das erstmal alles liegen lässt, oder? Warum? Wir haben doch hier eine Nadel da. Können wir das ja direkt machen. Oder? Ich arbeite mal. Oh, die ist direkt wiederbelebt, die eine. Schossen! Sie wird wissen, wo ich rauskomme. Okay, ist egal. Ist egal. Wir sind recht weit mit den Ritualen. Ich kann ja noch einmal wiederbelebt werden. Bin guter Dinge. Uff.
Die ist in der Jagd. Macht das Ritual fertig und bekommt jetzt eventuell Unterstützung, genau. Falle. Hat's verkackt. Das mit den Fallen kann ich auch noch verbessern. Dass ich ein paar Fallen einsetze. Schließlich kann man ja den Killer dann auch gut aufhalten, ne? Hä? Ich denke, da war eine Falle. Oder hat sie die jetzt dort, weil sie verkackt hat, nicht... Ich kann mich gleich selber wiederbeleben. Ich weiß nur nicht, wo ich dann rauskomme. Ich wollte ihr nicht in den Schritt gucken. Es tut mir leid. Ich wollte... Geil. Warum rennt sie hier... Nur noch ein Ritual. Ich hätte aber gern eine Spritze. Nice one, Stupid Jane. Das war für mich. Habt ihr das gesehen? Obwohl, es gibt zwei Janes. Eventuell bin ich gemeint. Ist mir egal. Seid nicht so toxisch. Ich übe noch. Bin mal gespannt, welches Level die sind. Lief sie, die Streamerin. Nehmen wir wenigstens mal eine Waffe. Auch Heilung! Enno! Du Idiot! Was will die von mir? Wie ist das, die ganze Zeit irgendwas mit Jane schreibt? Was will sie? Oder welche Jane meint die? Ich will jetzt schon eigentlich gern wissen, ob da noch was kommt. Aber ich glaube, im Afterchat gibt es ja hier kein Chat, ne? Also, Chat, meine ich. Ja. Also, wenn die eine Strategie hatten, ich kenne diese Strategie nicht, wenn deren Strategie war, die Rituale nicht zu vollenden, dann ist das... deren Ding, dann müssen sie das am Anfang halt auch in diesen komischen Chat schreiben. So, ne? Ja. Ich gehe jetzt mal gucken, welches Level... Achso, sehe ich das? Ich warte mal. Vielleicht kommen die ja gleich raus. Ich will gerne wissen, welches Level die anderen sind. Es ist ja hier dann... So ein richtiges Matchmaking gibt es ja hier, glaube ich, nicht. Also. Ja, wirst du ja einfach.
in eine Runde geschmissen. Wir sehen halt jetzt nicht, wie weit die sind. Und das mit der Kamera... Sorry, das ist aber echt unangenehm. Ich muss die Kamera immer selber mitdrehen, weil sonst ist das richtig lost und so wird er aber auch irgendwie schlecht dabei. Wert fertig, danke. Aber das war ja nur das zweite Ritual. Er braucht das dritte. Damit drei Rituale fertig sind. Ach, fertig, ich will gucken. Da sehen wir das Level. Was hat die denn da in der Hand? Eigentlich. Achso, die sind ja fertig. Okay, Strategie scheint wirklich zu sein, die Sachen nicht durchzuziehen. Sie hat jetzt das Portal auch nicht ganz aufgemacht. Konnte sie die Seele jetzt mit rausnehmen? Oh, das ist ja ein cooler Screen. Den habe ich noch nie gesehen. Gut, dass wir drin geblieben sind. Konnte sie die Seele jetzt mit rausnehmen? Das wäre ja... wäre voll clever. Man sieht das Level... gar nicht. Hier hat man hier nicht eigentlich immer mal gesehen, welches Level die sind? Der Killer hat ganz schön Punkte gemacht. Ja gut, dann haben wir umsonst zugeguckt, aber wir haben diesen schönen Screen am Ende gesehen. Ich weiß immer noch nicht, ob sie mich meinte oder ob sie Flubby meinte. Keine Ahnung. So, wir gehen zurück ins Hauptmenü, weil die Musik hier finde ich immer ein bisschen laut und so. Hier ist, glaube ich, gerade gar keine Musik. Doch. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute da auf YouTube. Wir sehen uns sehr gern in einem der nächsten Videos wieder. Und sollte sich es mal wieder anbieten, kann ich gern mal wieder für euch in Home Sweet Home reinschauen. Und vielleicht übe ich bis dahin aber noch ein bisschen. Vielleicht. In diesem Sinne, macht's gut. Schönen Tag euch noch und bis bald.